Ab wann ist es verpflichtend für ein Kind, dass er die Gebetswaschung vornimmt, damit er betet und den Koran liest? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Abu Dawud, befiehlt euren Kindern das Gebet mit 7 Jahren. Und wenn sie mit 10 Jahren noch nicht beten, dann gibt ihnen einen leichten Klaps. Leichten Klaps heißt nicht Knochenbrechen, ja? Das heißt nur Motivation. So, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns hier angeordnet? Mit 7 Jahren. Ganz kurz. Mit 7 Jahren. Mit 7 Jahren bedeutet eine Sache, dass sie noch nicht abrechnungsreif sind mit 7 Jahren, aber wir sollen sie trotzdem schon heranführen. Warum? Wir sollen sie zur Gottesfurcht erziehen. Weil auch ein Mädchen, das man ihr beibringt, in jüngeren Jahren schon sich länger anzuziehen. Weil wenn sie 13 ist und dann sagst du auf einmal, nachdem sie immer kurze Röcke getragen hat und enge Jeans, dann sagst du, jetzt meine Tochter den Hijab, wird nicht leicht für sie. Aber wenn man sie daran gewöhnt hat und sie das Step by Step gelernt hat, wo Alhamdulillah das Lieben gelernt hat und man sie immer belohnt dafür, dann wird das weniger problematisch sein. Was das Koranlesen anbelangt, unsere Gelehrten sagen, es ist besser für die Schulen, wenn sie von Tafeln lesen, weil hier ist das kein Koran. Und da können sie diese Tafeln anfassen. Aber diese Tafeln gibt es nicht überall. Na, insofern, für ein kleines Kind, er darf den Koran anfassen. Okay, er darf den Koran anfassen, weil er noch nicht dieses Urteil hat wie ein Erwachsener, der abgerechnet wird. Wenn man erwachsen ist, das heißt die Pubertät erreicht hat, ist es besser in jedem Falle, dass man sich vorher wäscht, bevor man den Koran anfasst. Und das ist die Ansicht aller 4 Rechtsschulen. Das ist die Ansicht aller 4 Rechtsschulen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bitteschön.